Ja, hallo zusammen und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video, ein Let's Play auf meinem Kanal Neues von Pascal. Und ihr seht vor euch, es sind Busse auf dem Bild, also kann es fast nur etwas damit zu tun haben, vielleicht mit Bussen, vielleicht mit OMSI, der Omnibus-Simulator. Ja, bestimmt habt ihr es auch schon im Titel entnehmen können, wir fahren wieder mal eine Linie Bus. Und zwar habe ich mir mal gedacht, ich könnte mal die Linie 264 fahren, hier im Ruhrgebiet. Und die 264, die führt, jetzt muss ich kurz spicken, vom Bottrop Hauptbahnhof. Das ist dann das Ziel. Aber wir starten bei Bottrop Böhrenstraße. Das ist der Anfang oder respektive die Startposition, die Starthaltestelle. Momentan sind wir hier noch am ZOB, am zentralen Omnibusbahnhof oder zentralen Omnibus, ZOB, egal. Als Bus habe ich mir gedacht, werde ich wieder mal einfach ein ganz normaler klassischer Citaro nehmen, das alte Modell, also wirklich der ganz klassische. Hier sieht man übrigens die Putzmaschine, die gerade noch den Boden sauber macht, bevor wir dann nachher kommen, in etwa eine gute halbe Stunde werden wir auf diesem Platz sein. Also ich wähle mir mal den Bus aus und stelle ihn dann selbstverständlich an unsere Starthaltestelle. Das dauert jetzt einen Moment natürlich. Wir sind schon bei Mercedes-Benz, das ist doch schon mal okay. Und zwar habe ich mir gedacht, wähle ich den 906 aus, also der normale Citaro, der O530 natürlich, zwei Türen manuell, also das heißt, beide Türen werde ich manuell auf- und zumachen und das mit dem Motor OM906 HLA, das ist ein bekannter Motor gewesen, der sehr oft bei Citaros, aber auch bei anderen Fahrzeugen verbaut wurde. Und natürlich das ZF-Getriebe, das macht den Sound das Ganze ein bisschen schöner. Als Interieur bzw. Exterieur nehmen wir das Fribourg, das ist ja in unserer Gegend. Leider funktioniert bei diesem Solobus die Außenlackierung nicht. Wäre einfach der TPF, also so mit roten Punkten, habt ihr auch schon gesehen, auf meinem Kanal bestimmt. Aber das Interieur, das funktioniert, also die Sitze sind dann so gemacht. Also wir sind ja sowieso meistens im Cockpit und sehen von außen nichts, wenn wir fahren. Von daher ist es eigentlich auch nicht schlimm. Cool wäre natürlich, wenn es funktionieren würde. Also falls da jemand zuschaut, der solche Repaints macht für den Classic Citaro, das TPF Repaint für den Solobus und natürlich auch für den C2. Ja, da bin ich schon lange am Suchen. Irgendwie klappt das nicht so ganz, aber das ist ein anderes Thema. So, als Betriebshof muss ich natürlich noch das Ruhrgebiet auswählen, das ist klar, sonst können wir keine Linien und keine Fahrten auswählen. Und ich wähle dann natürlich aus noch die Haltestelle, Hauptbahnhof, das ist dann das Ziel, 264, aber wir wollen ja starten und zwar beim, wo ist es denn, sag mal. Ist das weiter oben gewesen? Hier, Böhrenstraße, die 264, okay. Da werden wir jetzt den Bus hin platzieren. Den werde ich dann jetzt gleich aufrüsten mit Linieeingaben und so weiter, natürlich ganz klar. So, dazu nehme ich mal das ganze Zeug ein bisschen zu mir noch, damit ich das besser eingeben kann, weil ich ja ein bisschen eingeschränkt bin. Hier habe ich die Mikrofonstange und ich kann mich noch nicht überall hin bewegen im Moment. Von daher, man hat es nicht leicht, oder? So, wird geladen. Das Bild, das kennt man ja. OMSI ist ja bekannt dafür, dass es laden muss. Also, ja. Und hier sind wir auch schon an dieser, Entschuldigung, an dieser Böhrenstraße oder Böhrenweg, Böhrenstraße. Die Hilfspfeile brauche ich leider noch für diese Straße, das ist klar. Und da ist natürlich dieser wunderschöne Citaro, ein Citaro Classic Solo Modell, ein 12 Meter Bus. Und wir sehen, die Luft, alles ist draußen, das wird sich gleich ändern, sobald wir dann natürlich den Betrieb aufnehmen und Motor etc. starten.
ich würde mal vorschlagen, ich starte mal den Motor, respektive schon nur die Zündung. Das reicht oft schon, dass es die Federn hebt, wenn genügend Luft da drin ist. So sieht das nämlich aus. Und wir können mal die Türe aufmachen und auch hinten, damit schon mal ein bisschen Luft reingeht. Und hier sind wir dann in unserem Cockpit. Und ich würde sagen, ich starte schon den Motor, weil Vorratsdruck zu gering, so kann er natürlich den Druck schon ein bisschen aufbauen in der Zeit, wo wir unseren Bus hier aufrüsten. Jetzt schaue ich mal, ob wir in unmittelbarer Zeit eine Linie erhalten, beziehungsweise einen Dienstplan erhalten für die 264 natürlich. Ich wähle mal Montag bis Freitag die 1. Bottrop, das wäre die umgekehrte Reihe. Wir nehmen hier Böhrenstraße 1449, das passt doch ideal. Die nehme ich, okay, da fahren wir natürlich mit Fahrplan in diesem Video mal. Das ist ja sehr selten bei mir. Und ich stelle dann schon mal das Ibis ein, also in 11 Minuten werden wir abfahren müssen. Das Ibis, das wäre eben die 264, Linie 264 mit den Nullen dahinter natürlich. Und ist es die 01 oder die 02? Bottrop Hauptbahnhof über von der Ort, das ist doch okay und wir werden das jetzt dann gleich fahren. Wir werden aber noch an die Stadthaltestelle gehen. Jetzt sind wir hier so quasi an einem Pauseplatz oder wie man dem auch sagen möchte. Ihr könntet eigentlich ruhig durchfahren, also Platz wäre genug, aber das ist Omsi, ja, man kennt es ja. So. Also, die Meldung ist schon mal weg, die Lampe ist erloschen. Jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Druck hat er schon relativ gut aufgebaut. Ich denke, das wird schon mal genügen. Kasse, alles ist aktiviert. Hier oben haben wir übrigens den Fahrplan, wenn man den mal ein bisschen studieren will. Also, wie gesagt, 14:49 Abfahrt. Ich werde dann die Zeit vielleicht ein bisschen nach vorne stellen nachher. Und dann ist das die ganze der ganze Umlauf quasi. ZOB, da wo wir am Anfang vom Video eben waren, da werden wir nachher auch durchkommen. Also wie gesagt, in circa eine halbe Stunde, 15:18, werden wir da spätestens wieder abfahren. Und wir werden natürlich die 12 anfahren müssen. Und das Ziel, das interessiert euch vielleicht noch, also wird um 15:35 sein, also gute dreiviertel Stunde wird die Fahrt dauern. Manchmal ist man ein bisschen früher da, das ist oft so. Und um 15:41 ist dann wieder die nächste Fahrt zurück, aber das nicht in diesem Video. So, also, ich schließe mal die Türen. So, Licht habe ich schon. Hier können wir noch wieder rausgehen als normale. Ein Gang rein und Bremse lösen. Nächste Haltestelle, Fiendenstraße. Der schaltet natürlich schon um, weil ich die Türen schon zugemacht habe. Das ist normal. Eigentlich sollte er umschalten oder respektive sollte man die Linie eigentlich erst einstellen, wenn man an der ersten Haltestelle ist. Aber er konnte wieder mal nicht warten, oder? Und hier ist sie auch schon, die Starthaltestelle. Da wartet auch schon jemand zum Einsteigen. Ein junger Bursche, so. Ja, hallo. Okay. Begrüßung ist nichts bei den Jungen, das gibt's nicht mehr. So. Abfahrt eigentlich in 7 Minuten, aber ich schlage vor, dass ich da die Zeit ein bisschen nach vorne stelle. Was haben die gesagt? 49 ungefähr Abfahrt. Dann stellen wir mal auf 47. So haben wir noch kurz ein bisschen Zeit, den Bus anzuschauen. Ich habe ja euch gesagt, das Eintür, das ist okay. Also das ist wirklich wie bei uns. Wobei das Rosa ist vielleicht ein bisschen ein Tick zu rosa.
Aber ansonsten hier bei den Sitzen mit den Punkten und natürlich eben rote Stangen, das ist natürlich typisch TPF. Und ja, und leider außen ist es halt einfach weiß, aber das ist auch egal. Ja, das können wir so akzeptieren. Der ist einfach noch nicht fertig lackiert worden. Hat man zugekauft von irgendeiner anderen Transportfirma und wurde außen noch nicht lackiert. Kann man sich ja so ein bisschen vorstellen. Ansonsten eben, wie gesagt, ein ganz klassischer Citaro, ganz ein altes Modell. Die sind so ungefähr 1997 so um diesen Dreh rausgekommen. Einige Modelle ein bisschen früher, einige ein bisschen später, das ist klar. Ich weiß gar nicht, die wurden, glaube ich, 3, 4, 5 Jahre lang produziert, je nachdem. Aber die ersten Citaros, glaube ich, um 1798 sind die rausgekommen. Einige sind noch unterwegs, aber man sieht sie wirklich je länger, desto seltener. Auch der Facelift, das ist ja dann der nächste gewesen. Eigentlich auch noch die alte Generation, bevor dann der C2 kam. Auch man braucht die, sieht man länger wie weniger, zumindest bei uns. Die verschwinden also allmählich von den Straßen. Eigentlich schade, aber so ist es nun mal, wenn halt Reparaturen kosten teurer werden als Neuanschaffung oder nicht mehr rentiert. Dann ist klar, muss man halt die Fahrzeuge aussortieren. So, Abfahrt ist da, 0-0, wir müssen weg, sonst gibt's Haue. So, ach so, jetzt muss ich noch schnell den wieder zurückstellen an die erste Stelle, so, damit es dann auch stimmt für die Fahrgäste. Und mit den Ansagen natürlich. Nächste Haltestelle, Fiendenstraße. Voilà. Schönes ZF-Getriebe, schöner Sound natürlich, ja, deshalb habe ich den auch ausgewählt. Ich liebe diese ZF-Getriebe. Guten Tag. Tag. So. Also, die Fahrt hat begonnen. Nächste Haltestelle, Steinkopfbad. Zugang zum Freibad. Mal schauen, ob ich da das Kabel ein bisschen... Nö, geht nicht. Also, werde ich damit leben. Seien Sie doch mal bitte vorsichtiger, Busfahrer. Entschuldigung, tut mir leid. Ich bin den Bus leider schon lange nicht mehr gefahren. Muss ihn zuerst wieder ein bisschen... An mich gewöhnen. Die Heizknöpfe finden Sie auf der linken Seite, aber die haben Sie nicht betätigt, oder? Nee, habe ich noch nicht. Entschuldigung, hast du kalt? Ich nicht. Wir müssen schließlich Sprit und Gas und Kosten, Strom alles besparen, also gibt keine Heizung bei mir im Bus. 0-0. Nächste Haltestelle, Neuer Brücke. Bei dem Bus ist es übrigens so, dass eben die Haltestellenansagen automatisch passieren. Also der merkt sich, sobald ich die Türe schließe und ein paar Meter gefahren bin, dann wird die Haltestelle weitergeschaltet. Würde aber nicht passieren, wenn jetzt zum Beispiel an der Haltestelle niemand ein- und aussteigen will, also wenn ich nicht anhalten muss, dann merkt er das nicht. Es gibt Busse, die fahren dann mit dem GPS, also das heißt, die wissen genau, an welcher Haltestelle ich bin. Der da nicht. Der schaltet einfach automatisch weiter in seinem Rhythmus. Aber wahrscheinlich hier, also niemand will aussteigen, Bäuerbrücke, hä? Und niemand will einsteigen, also fahre ich durch. Aber die Haltestellenansage kommt nicht. Also er weiß nicht, dass jetzt die nächste kommen sollte, also muss ich die manuell schalten. Nächste Haltestelle, Betriebshof. Betriebshof, okay. Aber es gibt ja auch Busse, da muss ich alle Haltestellen manuell weiterschalten, wenn ich die Ansagen will. Manchmal lasse ich es auch einfach bleiben. Und es gibt solche eben, die reagieren per GPS. Das heißt, die wissen genau, wo ich bin. Und der hier, der schaltet einfach mit Tür auf, Tür zu sozusagen. Also hier wieder weiß er, aha, er hat bei dieser Haltestelle die Tür geöffnet. Guten Tag. Tag wohl. So, und jetzt weiß er, er hat die Türe zugemacht bei der Haltestelle, jetzt wird er dann gleich schalten.
Gehen wir mal ein paar Meter. Nächste Haltestelle, voilà. Felsenstraße. Also das nur mal zur Weiterschaltung, falls es mal vergessen geht oder was auch immer. Ja, das kann ja passieren. So. Da ist sie auch dann schon, die Felsenstraße. Schauen, dass da nichts kommt. So. Da will niemand ein- und niemand aussteigen, also können wir wieder weiter. Und da werde ich natürlich jetzt die Haltestelle wieder schalten müssen. Nächste Haltestelle zur schattigen Buche. Voilà, weil keine Türe aufgemacht wurde. Hä? Hier rechts von links immer schauen. Auch hier niemand ein- und aussteigen, also schalte ich die Haltestelle wieder weiter. Nächste Haltestelle, Eigenmarkt. Eigenmarkt, okay. Also, dann fahren wir durch diesen Eigenmarkt an. Wie gesagt, die ganze Fahrt, also reine Fahrt, ist ungefähr 3/4 Stunden. Also es wird wieder mal ein längeres Video geben, wie wann auch nicht bei mir. Ne, ich habe zwar letzthin ein paar Short-Videos oder ein paar kürzere Videos mal gemacht, so zum Plausch, zum Teil unkommentiert, zum Teil einfach nur so, macht euch euer Bild selbst quasi. Und das wird dann auch häufiger mal gemacht, je nachdem, wenn ich keine Lust habe zu quatschen, aber trotzdem etwas Neues habe zum Zeigen zum Beispiel und so weiter, dann kann das durchaus passieren, dass ich da mal ein Video hoch oder raushaue, hochlade und so weiter, ohne Kommentare und einfach relativ kurz. So. Guten Tag. Tag wohl. Jetzt hier sind wir 4 Minuten ungefähr zurück, also müssen wir ein bisschen warten, dass wir die Zeit ein bisschen nachholen können. Wir sind jetzt hier am Eigenmarkt, das ist jetzt diese Haltestelle, die sind wir alle angefahren oder durchgefahren. Um 14.59 wieder abgefahren und wir haben zurzeit 14.54, also müssen wir halt kurz ein bisschen warten. Das ist halt so berechnet, es gibt ja, jetzt haben wir 2, 3 Haltestellen nicht anfahren müssen, das heißt niemand ist ausgestiegen, niemand ist eingestiegen, manchmal muss man noch Ticket verkaufen, wobei ich habe Ticketverkauf ausgeschaltet, generell hier im OMSI, und dann kann es manchmal auch ein bisschen länger dauern, weil manchmal muss man suchen, man muss das Geld ausgeben und dann wären vielleicht die 3 oder 4 Minuten jetzt schon aufgebraucht, also wenn ich dann an den Haltestellen noch, ja, Quittungen, Tickets verkaufen müsste oder eben vielleicht Ampelstellungen, wo man manchmal ein bisschen länger wartet, als wir konnten jetzt relativ zügig immer fahren, dann kann es auch sein, dass man pünktlich an der Haltestelle ist und deshalb gibt es eben Haltestellen, die so eine Art wie eine Pufferung berechnen oder berechnet haben in diesen Fahrplänen, damit man da nicht zu früh, aber auch nicht zu spät anfährt oder eben dann zu spät oder zu früh am Ziel ankommt. Auch der muss halt natürlich jetzt ein bisschen warten. Vielleicht werde ich dann gleich Stau verursachen, aber das ist mir egal. Gut. Diese kann ich ja profitieren, vielleicht noch einen Schluck Wasser zu trinken. So. Oder auch 2 oder 3 Schlücke. So. Also nochmal eben ein klassischer Citaro mit dem klassischen Dashboard hier, das klassische Ibis. Alles noch mehr oder weniger, ja, digital schon, aber nicht da mit der Touchscreen-Kasse, mit allen Funktionen und vielen Sachen, sondern noch das typische, ja, mit einem, wie sagt man dem, LCD, nicht, ja, so ein normales Display, ja, nicht Touchscreen oder was auch immer, noch richtige Tasten zum Drücken hier.
Türen, wie gesagt, vorne und hinten manuell. Da könnte ich auch auswählen, zum Beispiel, dass die hintere einfach mit Türfreigabe auf und zu geht, wo die Leute selber drücken müssen, hier manuell. Und sonst, das haben wir da, wie lange haben wir noch? Eine gute Minute. Normale Gangwahltaster natürlich, die Türen, dann Türflügel vorne sperren oder aufmachen, also nur der linke oder nur der rechte oder eben beide Flügel auf und zu. Hier Kinder, das ist, wenn ich an den einschalte, zum Beispiel, wenn ich an eine Haltestelle komme, mit Kindern eigentlich generell oder aber auch allgemein, sobald ich die Tür aufmache, gehen die Warnblinker an, dass die Autos wissen, aha, Achtung, da könnten vielleicht einige Kinder demnächst über die Straße springen. Dann hier kann ich den Bus heben, senken und so weiter, die ganzen Funktionen. Das da ist die Türfreigabe, wenn ich sie dann bräuchte natürlich, aber hier eben wie gesagt beide Türen manuell. Hier kann ich dann eben das Display durchschalten, hier zum Beispiel Temperaturen, dann der Ölstand ist okay, das ist dann der Treibstoff, also Diesel, wenn ich tanken muss, der Druck, also der die beiden Druckbehälter für die Luft, und natürlich auch der Öldruck, der ist natürlich jetzt auf Null, weil der Motor nicht läuft. Und hier sind wir wieder auf dem Hauptmenü. Dann die einzelnen Leuchten natürlich und links dann hier die Retarder-Tasten und der ASR, wenn ich dann rutsche im Winter wieder zum Beispiel und so weiter. Warnblinker, dann die Lichtanlage und hier noch die ganze Heizung bzw. Belüftungssachen. Hier kann ich die Scheibe auf und zu machen. Zum Beispiel lassen wir die mal ein bisschen offen. Lenkradverstellung, aber die ist dann deaktiviert, die geht nicht bei dem Bus. Und hier die Dachluken oben kann ich auch aufmachen. Zum Beispiel, jetzt sind sie offen und jetzt sind sie wieder zu. So, also ich glaube, wir müssen abfahren, ja. Schon ein bisschen Verspätung vom Quatschen, aber das ist kein Problem, das werden wir wieder einholen. Einsteigen will niemand mehr. Okay, ich würde sagen, wir fahren ab. Und wir müssen gerade direkt nach links einspuren hier. Aufpassen, Gegenverkehr. Ja, halt dich. Schönen guten Tag. So. Also, weiter geht's hier im Takt. Wie gesagt, jetzt haben wir schon ein bisschen Verspätung, aber das holen wir locker wieder ein. Und wenn nicht, dann ist es halt auch so. Also, letztendlich versucht man sein Bestes zu geben. Hä? Aber es kommt sicher nicht auf die 20 Sekunden, wo wir jetzt länger gequatscht haben, drauf an. Das auf jeden Fall nicht. Hä? Im Ruhrgebiet hier in Gladbeck bzw. Bottrop, eine schöne Karte, eine vielseitige Karte. Ich weiß nicht, wie viele Linien da drauf sind, also das ist wirklich eine gute Karte, die man gemacht hat mal. Nächste Haltestelle, Liebrechtstraße. Mein Ding ist ein bisschen sanfter. Bisschen sanfter, ja, Entschuldigung. Wir können ihn sonst gerne mal tauschen. Ich steige hinten ein und du kommst nach vorne. Kein Problem, ne? Schon mal was gehört von einem Fußgängerstreifen oder was? Typisch, aber dann sind es die Jungen, die unanständig sind. Ja. Nächste Haltestelle, Ernst-Ender-Straße. Hallo. Fischedickstraße. Fischedickstraße.
ich mache die Scheibe mal wieder zu. So ein unangenehmes Luftgeräusch, das mache ich nicht. Nächste Haltestelle, Rheinbadenstraße. Keine Läutung hier in der Gegend momentan um diese Zeit, komisch. Aber das wird sich dann bestimmt ändern, wenn wir so ein bisschen ins Stadtzentrum kommen nachher. Nächste Haltestelle, Maybachweg. So, hier sieht man relativ schlecht, da muss man relativ weit nach vorne gehen, damit man die Übersicht hat. So. Hallo. Nächste Haltestelle in der Boverheide. In der Boverheide. Okay. Dann halt. Ist ja niemand da? Hallo? Nächste Haltestelle, A-Egel die Straße. Wie heißt die Aegidi-Straße? Okay, was wissen wir jetzt geradeaus? Ach so, ja. Ah, grün. Entschuldigung. Oh, das war die Bordsteinkante. Entschuldigung. Tag, hallo. Und los geht's. Seht ihr, jetzt habe ich zwei, drei Haltestellen nicht anfahren oder nicht. Haltestelle, Alsenstraße. Nicht halten müssen. Wir haben schon wieder eine Minute Vorsprung. Ja? Also von daher kein Problem. Auch wenn der mal ein bisschen Verspätung anzeigt. Vielleicht am Schluss dann bei der Bewertung nachher wird dann sein, zu spät, zu früh und so weiter. Aber das ist alles im Rahmen. Also von daher nicht erschrecken, wenn ihr da fährt und mal ein paar Sekunden oder ein paar Minuten Verspätung anzeigt. Oder auch ein paar Minuten zu früh. Könnt ihr auch wieder anhalten ein bisschen oder so. Aber auch zu spät. Also man holt es meistens wieder rein. Also für die, die um sie beginnen oder neu fahren und so weiter, das ist klar, die können sowas noch nicht wissen, aber von daher relativ unproblematisch, wenn man eben mal ein bisschen zu spät ist. Ist übrigens auch im echten Leben so, also man meint immer, am Anfang habe ich Omsi eigentlich so gespielt, man muss alles exakt machen, sonst gibt es Haue und so weiter, aber wenn man dann ein bisschen die Realität sich anhört und so weiter, also auch da ist nicht alles Gold, das glänzt, also das ist, gibt auch da Leute, die mal den Randstein erwischen oder sonst irgendetwas in der Art, von daher gar kein Problem. So, guten Tag, die Dame. Hallo. Ja, auch gut, danke. So, jetzt geht das wieder los. Beim ZOB. Haltestelle, Flassviertel. Flassviertel. Beim ZOB. Werdet ihr es dann sehen, wird dann das Bild wahrscheinlich ein bisschen harter, ein bisschen verzögert und so weiter von der Grafikqualität her. Aber ansonsten muss ich sagen, die Karte läuft je nach Bus, je nach Art, wie man spielt und so weiter,
eigentlich relativ gut, relativ flüssig, nicht zu viel nachladen, es gibt es manchmal auch, aber wenn wir zum Beispiel Hamburg fahren, da das Nachladen, das ist zum Teil extrem, vor allem sage ich jetzt mal die Linie 111, die da nach unten zur Shanghai Allee fährt, die ist relativ stark extrem. Hallo, guten Tag. Aber ja. Ah, jetzt haben wir gerade die Grünphase verpasst, okay. Dann müssen wir halt ein bisschen warten, nicht wahr? Machen wir das. Das ist auch so eine doofe Kurve, jetzt müssen wir da rechts und dann wieder nach links. Eine blöde Kurve für den Bus, aber ich habe es nicht erfunden, es muss so sein. Und die Linie ist übrigens auch so ausgelegt für einen Solobus. So Gelenkbus bin ich die Linie auch schon gefahren, aber es ist, ja, es ist nicht zu empfehlen. Ich habe es mal versucht mit einem Gelenkbus, aber man muss schon sagen, also es gibt da gewisse Punkte, gewisse Ecken. Nächste Haltestelle, Pestalozzi-Straße. Die man wirklich, also sagen wir so, der Solobus ist nicht umsonst hier eingesetzt worden. Es ist machbar, wenn man da ein bisschen Künste hat, aber ja, es ist nicht zu empfehlen, diese Linie 264 mit einem Gelenkbus zu fahren, sagen wir es mal so. Aber wer es will, wer es probieren will, ich habe es auch versucht, ich habe es auch hingekriegt, also von daher, habt keine Hemmungen. Hier so eine Genphase in mir. Salü! So. Ich liebe das, diese ZF-Getriebe, diese Durchschaltung, diese Klänge, ich liebe es. Kickdown darf manchmal auch nicht fehlen. Muss manchmal sein. Hat der jetzt übrigens umgeschaltet? Nächste Haltestelle, Germaniastraße. Ich weiß warum, ich hatte die Hintertür nicht auf. Das war das Problem. Ist wieder rechts vor links. Und der Monsieur will da auch einsteigen. Der Monsieur. Mais bonjour, Monsieur. Salut. Putain, j'ai rien dit moi, hein. J'ai pas dit le mot comme... Guten Tag, hallo. Nächste Haltestelle, Finanzamt. Finanzamt, ja, das ist auch so etwas, was man in die Luft jagen sollte eigentlich. So. Ich hab nichts gesagt, ne? Ich hab nichts gesagt. Habt ihr überhört? Grüß dich wohl! Hallo, Busfahrer! Hallo? Stimmt was nicht wohl, ne? Aber ist auch egal. Wir sind ja tolerant, nicht? Ja, jetzt kommen wir schon zum ZOB. Haha, zum ZOB. Und ihr seht, das Bild fängt ein bisschen nächste an zu Haltestelle, ruckeln, ZOB. Aber macht doch nichts aus, wenn wir dann schon... Bussteig 12, ja. Wenn wir dann vom Zentrum ein bisschen weg sind, wieder auf dem Land oder ein bisschen weniger Linien zusammenkommen, wird es dann wieder ein bisschen besser. Schon einen großen Teil der Linie geschafft. Hä? Was haben wir jetzt? ZOB, Steg 12, das ist hier, also 15, 18, wenn wir wieder abfahren.
ja, guter Teil ist schon gemacht. Und jetzt werden wir wieder ein bisschen Pause haben, je nachdem wie wir dann anfahren jetzt von den Ampeln her. Wir nehmen hier noch 2 oder 3 Ampeln vor uns jetzt dann gleich. Aber wir sind gut in der Zeit, sagen wir es mal so. Aber habt ihr uns vergessen? Hallo? So, jetzt muss ich dann da ein bisschen rechts halten, weil sonst... Eigentlich hätte ich auch rechts bleiben sollen oder rechts gehen sollen. Ich weiß gar nicht, warum ich da links eingespult habe. Aber das kriegen wir bestimmt hin. Wir haben schon vieles andere geschafft auf dieser Welt. Ja? So, lassen wir die durch. Da können wir nämlich den Platz einnehmen. So. Die Linie 251 vor uns mit einem MAN-Bus, ein alter MAN-Bus. Das ist der Bus 2131, kann man sich gut merken. Ja. ZOB Bottrop. Da waren wir am Anfang vom Video, habe ich so von oben quasi moderiert. Ja. Und dann sind wir zur Haltestelle gegangen, aber hier sind wir jetzt. 40 Minuten später, plus minus. Hä? Können Sie nicht aufpassen? Seien Sie doch mal bitte vorsichtiger, Busfahrer. Halt die Schnauze! Warum fahren Sie so schlecht? Du fährst, ne? Weil ich es nicht besser kann. Diese ewige Maulerei da hinten geht mir sowas von auf den Zeiger. Ich kann es nicht anders sagen. Und hier. Hallo? Ich will doch nur eine Pause haben. Sie. Ich guck nicht hin, ich schaue nicht aufs Bild. Nee. War da was? Nö, der Weg war frei, oder? Aber mein Platz ist nicht frei. Oh. Hau ab! Weg, 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 weg! Stellen wir uns einfach hinten dran, kein Problem. So, oh. Das war der Spiegel. Jetzt nicht mehr. Ja. Ich bin schon mal besser gefahren. Das ist definitiv so, aber naja. Also, wie gesagt, hier jetzt gute 2,5 Minuten haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Um 15:18 wird wieder abgefahren. So. So. Und sonst bei euch läuft's, Familie? Alles okay? Gesund alle? Ja, okay. Euch selbst auch alles okay? Da oben auch? IW auch? Ja, dann können wir doch mal kurz aufs Handy gucken, ob da jemand etwas von mir will.
Ja, er hat's vorgesungen, bei mir ist es leider auch so. Aber es macht nichts. Wenn niemand anruft, hat niemand Sorgen. Entschuldigung. Also nichts Neues, nichts Spezielles. Ich kann mal noch kurz auf mein Konto oder mein Kanal gucken. Übrigens habe ich 848 Abonnenten im Moment und 805 Videos hochgeladen. Ja. Nicht schlecht, oder? Bei 1000 Abonnenten werde ich mal, glaube ich, einen ganzen Tag um sie waren. Das, ich weiß nicht, ich habe zweimal gesagt, das würde ich nie machen, aber 1000 Abonnenten, einen Tag um sie. Und zwar mit Kommentar, da werde ich wahrscheinlich am Morgen Fischfilet und so weiter und abend, hallo, ich fahre jetzt die letzte Linie, dann habe ich Feierabend. Entschuldigung. So, also. Bald geht's wieder weiter hier. Der vordere, der hat schon geblinkt, der fährt schon los. Jetzt muss ich kurz ein bisschen zurücksetzen, damit ich da den Bordstein umfahren kann. So. So sieht es dann schon besser aus. Dann können nämlich die auch noch einsteigen, da die lieben Leute. Ein paar Meter weiter nach hinten laufen wäre auch gegangen, oder? Aber eben. Sei nicht immer so frech zu deinen Fahrgästen. Ja, Chef. Diese Idioten. Nee, nee. Ich bin nicht so. Wer mich kennt, der weiß das. Ich bin wirklich nicht so. Im Gegenteil, ich wäre ganz ein anständiger Busfahrer, aber ich müsste aufpassen, dass nicht zwischendurch mal so ein Spruch aus mir rauskommt, der nicht sollte. Das wäre gefährlich. So, eigentlich meint man es lustig, so. Zum Beispiel, schau mal wieder die alte Schachtel oder so etwa. Hab nichts gesagt. Aber wahrscheinlich würden das nicht alle so sehen. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal. Hallo, Grün, wo bist du? Kuckuck. Grün. Ah, siehst du, es hat gewirkt. Es hat gewirkt. Nächste Haltestelle, Pferdemarkt. Pferdemarkt. Kann man da Pferd kaufen oder was? Für auf den Grill oder was? Nö, ich bin nicht Veggie. Nix. Ganz im Gegenteil. Friseur. Ja, da war ich gestern übrigens noch beim Friseur. Hätte ich auch hier kurz gehen können. Hallo. Hallo. Jetzt muss ich aufpassen. Ich bin relativ müde. Es ist relativ spät abends. Ich habe den ganzen Tag schon gearbeitet. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht komplett komplett abschalte da oben und nur noch blödele quasi. So, hier sind die Pferde also. Auf Wiedersehen. Wir können ja mal ein bisschen eine Außenaussicht machen, so ein paar Meter, warum nicht? Ne? Sieht man den Bus mal ein bisschen von außen?
Ich werde in dieser Zeit nicht zu viel sprechen, weil oft der Motorsound dann zu laut ist, hört man mich sowieso nicht ganz so gut. Niemand da? Mal sowas für ein paar Meter, dann werde ich wieder zum Cockpit wechseln später. So, da muss ich jetzt wieder zum Cockpit wechseln, weil da gegen oben dann später wird es ein bisschen eng. Hallo? Hallo? Das wäre jetzt zum Beispiel dann so eine Stelle, wo ich sage, mit Gelenkbus, ja, würde gehen, aber am Quellenbusch. Das kommt dann, ich weiß jetzt nicht gerade, ob hier sofort oder dann später gleich, aber da ist es wirklich ziemlich eng.
Quellenbusch. Okay. Jetzt hier zum Beispiel auch diese Insel zu umfahren mit Gelenkbus. Machbar. Machbar, wenn man es kann. Aber eben schon hier relativ knapp. Also schon hier fahre ich ein bisschen über den Randstein quasi. Und das noch mit Gelenkbus. Oder noch Doppelgelenkbus. Ja. Ey! Hättest du auch kurz warten können, du Idiot. Kein Respekt vor Busfahren, Idioten da. Ja. Einige sagen jetzt, du hättest ja auch schauen können, aber wie soll ich um die Ecke schauen? Ich hätte vielleicht ein bisschen langsamer fahren können, hätte ich ein bisschen weniger stark abbremsen möchte. Können, sollen, wollen, dürfen. Das ist möglich, hallo. Aber ansonsten glaube ich, war ich da nicht unbedingt groß im Fehler, oder? Wie seht ihr das? IW. Aha. IW, IW, die Hetti, Betti, Hetti, Baby, Hetti. Geht nicht. Wienberg. Oh, da geht's steil nach unten, steil nach unten. Stellt euch das Mach mal vor. Bitte ein bisschen vorsichtiger. Ja, da bin ich schon dabei. Du Scheiße. Ach so, ich fahre Scheiße. Halt die Schnauze, du sprichst Scheiße, du. Kannst ja aussteigen und mit dem Velo gehen oder zu Fuß, nicht wahr? Stellt euch mal vor, jetzt diesen Hang hier mit, und du? Hallo, können wir ein bisschen anders fahren? Nee. Muss ich jetzt hier geradeaus oder nach links? Geradeaus, ja? Okay. Doch. Was wollte ich sagen? Im Winter diesen Hang runterfahren bei Glatteis, okay. Auch nicht jedem Sache. Hä? Da kommt nichts. Das sollte eigentlich reichen. Ein bisschen aufs Gas tippen, dann geht's. jetzt hat er, glaube ich, die Haltestelle nicht umgeschaltet. So. Adieu und tschüss. Salut! So, also wir nähern uns langsam aber sicher dem Ziel. Nicht mehr allzu lange diese Linie, ja, und auch das Video. Bald habt ihr es geschafft, meinen Quatsch zu hören. Ich habe alle deine Videos geguckt. Wann kommt das nächste? Kein Kommentar. Also, Haus-Hobestraße sind wir jetzt. Kurz da schauen. Haus-Hobestraße. 1, 2, 3, 4 Haltestellen. Und dann kommt auch schon das Ziel oder die Endhaltestelle. Zeitlich sieht es auch gut aus. Sind wir eigentlich gut drin? 0-0 sieht man da auf dem Ibis. Gut, gut. Das wäre auch klar. Hier, ja, kommt nichts. Also weiter. Wiesmannstraße. Wiesmannstraße.
hier jetzt, das sind jetzt zum Beispiel auch wieder so Stellen, so, ja, ich sage jetzt mal, mit Gelenkbus machbar, aber nicht unbedingt angenehm, je nachdem. Hä? Aber es ist machbar, also von daher. Ich hab's auch geschafft, dann schaffen es andere auch. Guten Tag. Tag. Dann noch Gegenverkehr ist natürlich nicht unbedingt einfach. Hä? Das passt. So. Nächste Haltestelle, Armelerhof. Armelerhof. Einsteigen oder sind die einfach sonst hier? Nö, die laufen sonst rum. Aussteigen will auch niemand. Okay. Nächste Haltestelle. Unterberg. Da vorne, ja genau, das ist dann schon der Hauptbahnhof. Hallo Manfred. Hallo Busfahrer. Hallo lieber Busfahrer heißt das übrigens, aber schon mal gar nicht schlecht gewesen. Also kein Problem, das nächste Mal einfach noch ein bisschen so, egal. Nächste Haltestelle, Bottrop Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Ja, wir sehen unser Ziel vor unseren Augen. Die Leute machen sich auch schon bereit da hinten zum Aussteigen. Ja, sehr gut, weil gleich schmeiße ich euch alle raus. Und ja, damit ist dann auch das Video zu Ende. Ja, gute Stunde, etwas mehr als eine Stunde mit natürlich Intro, Abspann und so weiter. Ja. Und zack. Habt ihr auch die Dame angeschaut? Nee. Ich schon. Und hier auch wieder rot. Rot wie die Sonne. Sind beide gleich geschaltet, weil die oben kann ich nicht sehen. Nicht, dass da ewig schon grün ist und wir warten immer noch. Aber ich glaube schon, dass es jetzt grün wird. So,
Bottrop Hauptbahnhof, Linie 264, Endhaltestelle oder Start. Eins von beiden, noch eine Ampel. Na komm schon. Warum die so lange rot ist hier, weiß ich eigentlich auch nicht. Der fährt auch los, okay. Warte ich den mal kurz ab. Hinten, Verkehr checken, ist auch gut. So, meine Damen und Herren, hier ist sie, die Endhaltestelle der Linie 264. Also, mal Bericht schauen. Okay. Also ihr seht, an einigen Orten bin ich zu früh gewesen, manchmal ein bisschen zu spät, aber alles im Bereich der Toleranz, also alles ist okay. Auch die Ankunft sind wir mehr oder weniger gut da. Also von daher. Chapeau, Chapeau! Hallo? Ich sehe Geister! Ich sehe Geister! Nee, Spaß beiseite. Also, wir haben es geschafft, meine Leute. Wir sind angekommen hier auf der Linie 264 mit unserem alten Citaro am Bottrop Hauptbahnhof. Der geht dann jetzt wieder weiter, wenn ich da die nächste Stelle schalte, wieder nach zur Böhrenstraße. Die Dame will auch schon einsteigen. Und Abfahrt ist wieder in 3 Minuten. Geht's für mich wieder los. Für euch ist es hier Feierabend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wieder mal ein OMSI-Video, mal eine längere Linie wieder. Mit, wie gesagt, einem alten, schönen, klassischen Citaro. Ein Solobus im TPF-Style. Aber leider nur das Interieur, weil das Außen-Repaint nicht funktioniert bei dem Bus. Also, bis zum nächsten Mal sage ich nur, allzeit gute Fahrt. Gute Unterhaltung, was auch immer. Neues von Pascal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.